Heraus, herein. 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 Na, raus. Rein. Raus. Ich komme jetzt rein. Was heißt da raus? Na, warum fragst du dann, wenn du reinkommst, ohne dass du was sagst? Was tust du da? Das ist ein Geheimprojekt. Aha. Es wurde von der NASA bestellt. Die NASA will gezinkte Laden. Hölzerne Fallschirme. Nein, das wären gezinkte Laden. Das sind nämlich die einzigen, die wirklich im Weltall zusammenhalten. Diese modernen lamellierten Laden, die man bei allen Möbelhäusern und so weiter bekommt, würden diese Schwerelosigkeit nicht aushalten. Aha. Und diese gezinkten Laden sind wirklich typisch am Raumschiff. Kennst du Raumschiff Enterprise? Ja. Genau. Da das haben sie es entwickelt. Alles gezinkte Laden. Okay. Da ist aber die vordere Blende jetzt bei den Laden ist mit Metallschicht überzogen, damit es zum Cockpit passt. Weil in normalen Menschen gefällt dir das sehr gut, wenn Holzoptik ist, aber am Raumschiff passt das nicht. Ja. Das ist ein Blödsinn, ich mache einfach eine Ladenager. Ich mache eine Übung. Ich glaube, das war jetzt, wenn der Außerirdische hier letztens mal schon zu Besuch waren, hat der jetzt auf Weltraum umgestellt. Nein, ich will schauen, wie viel Laden ich in 2 Tagen zinken kann. Ich zinke schon seit heute 6.30 Uhr durch. Wie viel Laden brauchst du? Ich brauche gar keine, ich mache einen Wettbewerb mit mir. Also mit dir selbst? Einen Zinkenwettbewerb, einen Schwalbenschwanz-Zinkenwettbewerb. Und ich... Werden die Laden auch furniert? Nein, die Laden werden nicht furniert, das ist eh Massivholz. Tut man Massivholz nicht furnieren? Kann man auch, wenn man will. Aber ich würde jetzt diese wunderschöne Kirsche nicht mit einer Kirsche furnieren. Also meine Kästen daheim, die sind alle Vollholz, das sind so aus den 20er Jahren, naja, die haben genau. Furnier auch noch oben. Genau, das ist damals, da haben sie Fichtenholz, ein billiges genommen und dann wurden diese Kästen mit hochwertigen Furnieren furniert quasi. Weil das ist wie ein Fichtenkasten, der ist mit Zinken gemacht, also Handverbindungen, also die sind unzerstörbar und dann wurde hochwertiges Furnier draufgegeben mit Knochenleim. Also die kann man immer reparieren, diese Kästen. Ich schneide das mit der Laubsäge grob aus. Und dann lege ich mir das hier als Anschlag her. Aha. Und dann nehme ich, das ist genauso breit wie die Laden, dann nehme ich das hier schon bündig. Diese eine ziehe ich an, dann kann ich das noch schlagen. Das mit dem Ausmessen, wie man das überhaupt macht, das hast du mir einmal gezeigt. Und das war hochkompliziert, dann war irgendein Föller drin oder irgendwas war komisch. Dann hast du es mit diesem Programm, mit diesem AutoCAD oder wie heißt das Programm, da hast du auch irgendwas gemacht. Ja. Ich muss einmal suchen, wann das war. Das werden wir hier gleich einfügen, falls ich es finde. Ja. Wie willst du das zusammenfügen, Nadja? Das check ich schon, das ist kein Problem. Muss ich ernst jetzt? Ja. Du kannst halt ab und zu klatschen, wenn ich sage, bitte klatschen. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Dann mach den Bier noch gar nicht, jetzt hör auf. Schönen Nachmittag. Na, nicht so viel, da kannst du gerade aus der klatschen. Wir machen jetzt ein professionelles Tischler-Schublattler-Video für alle Schublattler unter euch. Hier wird Eiche. Was ist das? Was passiert da? Das ist Eichenholz. Das ist eine südspanische Osteiche vom Norden. Die ist ganz tief gewachsen, tief im Berg Südhang, Ober-Westseite. Sonnenbescheinung nur von Westen. Okay, nordöstlicher Grat und. Bisschen kantig im Abgang. Kantig im Abgang, aber rund am Gaumen. Ah ja, sehr am Gaumen total rund. Was wird der Ladung? Das wird eine Schublade werden, ja. Die können wir dann anreißen und wir sollten sie auf 14 mm Stärke eventuell ausholen. Jetzt werde ich Zinken hier anreißen. So habe ich schon gesehen, wie man das macht. Okay, dann wirst du es jetzt sehen. So, mit dem Streichmaß stelle ich mir die Dicke des Holzes ein. Aber ich will ein wenig dicker sein. Jetzt werde ich mir hier unten einen Dreck hinlegen. Also einen Abfall. Siehst du das? Und jetzt bin ich um ein bisschen tiefer. Mit dem hier, mit der Zinkung. So, wenn der Zinken vorschaut, muss ich nur den Zinken wegschleifen. Wenn der Zinken zurücksteht, muss ich die ganze Fläche wegschleifen, dass ich bündig bin. Jetzt lege ich mir die Lade erstmal her. Das sind stehende Jahresringe, das heißt, hier kann gar nichts schief gehen. Das kann ich legen, wie ich will. Ansonsten müsste die rechte Seite hineinschauen. Genau, die rechte Seite müsste in die Lade hineinschauen, damit sich die Wangen hier oben immer dicht halten. Jetzt werde ich hier das Tischlerdreieck drauf machen, damit ich weiß,
wie die zusammengehören, wo oben und unten ist. Das hintere Teil muss ich in der Tiefe noch wegschneiden. Jetzt werde ich mir, vorne werden wir die Zinkung machen. Jetzt reiße ich mir hier rundherum. Das ist natürlich ein Hit. Genau an. Das andere machen wir dann nachher. Jetzt werden wir die Zinkung aufreißen. So, jetzt weiß ich immer, wie das zusammengehört durch das Tischlerdreieck. Aha. Und jetzt kommt das hier. Hier muss man sich die Mitte anreißen. Wenn man halbwegs geübt ist, kann man sich das so anreißen. So, das halbe, 1,5 × 13 mm ist wie viel? 19,5, also ja. Und dann müssen wir noch wissen, die Breite ist 6,5. 19,5 durch 6,5. Genau dreimal. Drei Schwalben. 3 mal 3 plus 1 ist 10. Jetzt haben wir 10 Teile. Okay? Was heißt 10 Teile? Na, 10 Teile. 3 mal 3 Zink, 3 Schwalben haben wir. Die 3 Schwalben mal 3 plus 1. Es hat jede Schwalbe 3 Teile und eine ist noch dazu von Mom. Einfach 3 mal 3 plus 1. Dann sind das 10 Teile. Die reiße ich mir so her. Ah, okay. Hier einfach 10 cm. Ja. Und dann hast du die 10 Teile. Na, das ist ja hochintelligent, da braucht man es gar nicht ausrechnen. So. Und das sind die Tischler schon so gemacht. Das ist eine die Tischler sind überhaupt die gescheitersten. Warte, ja. Und jetzt ist hier ein Winkel. Du musst hier kurz, hier ist der Winkel. So. 6 Teile haben hier in dem Fall genau 6 cm. Also 6 Teile muss ich mir von der Mittellinie hier zurückreißen. 6 Teile. Ist das verständlich? Nein, aber das wird man ja dann sehen. Ne? Ja, dann muss ich mir hier zeichne ich mir den Teil an. So skizzenmäßig, dass das nicht so viel verschmiert ist da, oder wie? Ja, na, das hier unten treibe ich mir das her, dass ich nicht immer berechnen muss, dann kann ich mir diese Berechnung wieder wegnehmen. Das Brett bewegt sich hier ein bisschen. Wenn man schon nicht mehr bündig ist, ne? Bündig bleibt. Jetzt muss ich hier nochmal. Hier habe ich vergessen, dass es hier auch hergehört, an dieser Linie. Normal reiße ich mir das ja nicht an. Normal mache ich das irgendwie. Aber wenn du von Wien extra kommst, ich muss mir zeigen, wie man die Geometrie... Dass du das in Wien dann machen kannst. So, jetzt, der erste ist nichts, der zweite hier oben wird hier übertragen. Der zweite hier wird hier übertragen, der zweite hier wird hier übertragen. So. Dann eine auslassen, der nächste hier ist, na, wieder zwei auslassen, der nächste hier ist hier. Und der ist dann hier. Dann zwei wieder auslassen, dann ist der eine hier. Und hier. Siehst du das? Jetzt haben wir hier unsere drei Schwalben. Und die gehören weg. Und diese drei Schwalben müssen natürlich beim Frontstück sein. Das ist wie ein Keil. Wenn man bei der Lade anzieht, verkeilt sich das quasi und würde auch ohne Leim halten. Okay, also alles, was angekreuzt wird, das wird jetzt dann rausgeschnitten. Genau, das wird herausgeschnitten. Ich reiße mir immer die Seite, die ich sehe. Die innere wird abgedeckt. Wenn die nicht 100% sauber ist, ist das egal. Diese Seite hier ist wichtig. Diese Seite sehe ich. Wenn ich das mit deinem... Was machst du da her? Ich überwinkel mir das, das sehe ich sonst nicht. Also du es, musst du es, verlängern, oder? Es muss genau sein, aber es ist egal. Ja, das sieht man überhaupt nicht in diesem Anriss, klumpert.
Je dicker der Blei ist, desto besser ist es. Dann hat man eine Ausrede, wenn es nicht passt. Weil dann kann man sagen, der Blei ist so dick. Wenn der Blei dünn gewesen wäre, hätte es gepasst. Die Kamera hier vor meinen Augen ist auch total perfekt. Ja, so. Und immer anreißen, was weggehört. So, und dann spannt man sich das hier ein. Und dann schneidet man weg. Die halbe Linie, der halbe Strich sollte stehen bleiben. Wenn man ihn weg ist, kann man so zum Strich schneiden. Und unten genau aufpassen. Nicht zu weit, Innenseite dasselbe. Passt. Und jetzt kannst du schauen, der halbe Strich steht überall. Das ist wichtig. Wenn nicht der halbe Strich steht, dann sollte man üben. Okay. Jetzt musst du rausschneiden. Was musste ich dir jetzt rausschneiden? Wo ich mit der Säge hängen geblieben bin. Ist das unprofessionell? Natürlich. Ui. Wieso bleibt man hängen mit der Säge? Weil man nicht schneiden kann. Hier habe ich jetzt absichtlich mehr stehen lassen, weil ich mich nach dem unteren Strich halte. Ich habe mich genau angerissen. Okay. Seitlich kann man sehen, die Hälfte habe ich stehen lassen. Mit der Laubsäge spart man sich viel Stämmerei. Das versuche ich jetzt eigentlich das erste Mal. Ich habe mir so eine Laubsäge gekauft. Im Internet habe ich das bei ein paar anderen Tischlerkünstlern gesehen. Und das will ich auch probieren. Und jetzt werden wir das versuchen, ob das wirklich Sinn macht oder nicht. Ist gerade? Nein, es muss nicht gerade werden. Nicht? Weil ich das mit dem Stemmeisen nachstemme. Aha. Aber das Blatt könnte eventuell ein wenig zu stark sein für das hier. Hier sollte man eigentlich darauf achten, dass man die andere Seite sieht, denke ich mir gerade. Denn wenn ich irgendwie zu weit hineinschneide, würde das, wenn ich es hier schneide, abgedeckt sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Hier geht das Brett weg. Mhm. Und wenn ich mit der Laubsäge hier irgendwas verletzen würde, wäre das so abgedeckt. Die erste Stemmung mache ich ganz gerade. Und dann stelle ich das Stemmeisen schräg. Man sagt Unterstemmen dazu. Und warum? Damit in der Mitte nichts ist, was im Weg ist. Ich brauche ein anderes Stemmeisen. Hier ist es. Ist das zu dick oder was? Wenn ich hier in der Mitte eine Wölbung hätte, würde das nicht ganz zusammenhängen. Ja. Also besser in der Mitte ein Loch. Genau. Oh, jetzt ist das verrutscht. Ja, diese Einhandzwingen sind in diesem Fall nicht optimal. Fertig. Jetzt haben wir das hier angerissen. Jetzt kann man das hier noch nachputzen, wenn man irgendwas sieht. Da ist in der Mitte, ist das dann so... Genau, schief. Genau, es ist egal. Das ist wurscht. Ja, Hauptsache es ist besser zu weit unten wie zu weit oben. Aha. So, und das ist jetzt so. Und jetzt will ich mir das hierher übertragen und schneide. Aber zuerst werde ich mir hier das Gegenstück anreißen. Hier so mit dem Bleistift. Aber jetzt übertrage ich mir das. Also ich überwinkle mir diese Striche. Winkelhacken dann immer umdrehen, dass man viel Auflagefläche hat, damit der Winkel auch passt. Und jetzt gehört ja was anderes weg. Besser fünfmal schauen, wie einmal zu wenig. Wo ist hier? Hier ist mein Kreuz. Also so ist die Innenseite, so gehört das zusammen dann. Und jetzt schneidet man das weg. Sinnvoll ist das ja auch, dadurch, dass ich schief schneiden muss,
wenn man sich das Brett schief einspannt, dann kann man immer gerade schneiden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man genau schneidet. So, und jetzt werden wir die Wangen noch absetzen. Das ist nochmal raus, stimmt, ne? Genau. Fertig. Ja. Jetzt kommt der Moment der Spannung. Jetzt wird das noch nachgeputzt. Achso. So. So gehört das zusammen. Wenn man so weit mit den Händen rein kann, kann man den Rest schlagen. But ist das jetzt super optimal geworden? Oder? Eigentlich schon. Es gehört nur hier unten noch was nachgeputzt. Das war's. Das sieht man automatisch. Überall, wo es jetzt so Bleistiftreibereien gibt, weil der halbe Bleistiftsticher stehen geblieben ist. Okay. Da fahre ich einmal mit der Feile drüber. Aber hier sieht man schon, dann geht das nach unten. Ja, das ist so. Und jetzt werde ich hier unten, dann kommt eine Nut eingefräst. Die wird, das ist das Vorderteil. Die Nut geht hier durch. Hier mittig für den Boden und das hintere Teil wird dann so abgeschnitten und hat eine andere Zinkeneinteilung. Aha, die gegenüber gesetzt. Ja, die geht nicht bis nach unten, sondern wie hier bei diesen. Bei diesen Laden habe ich einfach die Zinkenteilung vorne und hinten gleich gemacht und hier unten ist einfach ein Zinkner. Unnötige Arbeit, wenn ich das neue aufrechne, dann geht dieses Teil ja nur bis hierher, bis zur Bodenplatte und hier der untere Zinken, den erspare ich mir. Verständlich erklärt? Ja, irgendwer wird schon verstehen. Ja. Okay, so, jetzt werden wir die Lade ein wenig rasten lassen. Das Holz muss akklimatisieren, muss sich ein bisschen beruhigen, muss Kräfte sammeln.